Was im Vöstwerk Donawitz im wahrsten Sinne des Wortes heißglühend vom Band läuft, ist über 1600 Grad heißer Stahl. Bisher wurde dessen Abwärme zur Erzeugung von Strom genutzt, den wiederum das Stahlwerk benötigt. Doch die Hitze des geschmolzenen Metalls kann mehr. Wir nehmen industrielle Abwärme der Vöst, führen sie über eine 8,2 Kilometer lange Leitung in ein bestehendes Versorgungsgebiet und substituieren dort die Wärmeerzeugung aus Erdgas. Über die neue Fernwärmeleitung werden jährlich rund 32 Millionen Kilowattstunden Wärme von Donawitz nach Trofeiach transportiert. Damit können ungefähr 6500 Wohnungen versorgt werden und der CO2-Ausstoß der Stadt verringert sich um gigantische 6000 Tonnen pro Jahr. Wir haben dieses System auch in Linz, wir haben es in Trofeiach, wir haben es in Wolfsberg, wir haben es in St. Veit in Kärnten, in Neudörfel, auch von Pöls nehmen wir die Abwärme, weil es einfach Sinn macht, diese Wärme so zu nutzen, dass sie dem Kunden dient, aber auch einen wesentlichen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz beiträgt. Diese nachhaltige Umweltleistung wurde nun belohnt und mit dem EPCON Award für innovative Energiekonzepte ausgezeichnet. Platz 2 belegt die EVN für ihr Projekt CO2Use. Unser Siegerprojekt behandelt die Verwertung von CO2 aus einem Rauchgasstrom des Kraftwerkes Dürnrohr, und zwar um Biokunststoff herzustellen. Die EVN hat übrigens immer das Ziel, aus den Kraftwerksreststoffen das Möglichste zu machen. Platz 3 geht an die ÖBB, die mit einem Solarstromprojekt die Jury und das Publikum vor Ort überzeugen konnten. Wir haben bei der ÖBB eine Photovoltaikanlage geplant und im letzten Jahr gebaut, die, und das ist die Neuigkeit, das ist die Innovation, direkt in die Oberleitung einspeist. Und das haben wir in Niederösterreich in Bruck an der Leiter eben erstmalig realisiert und sind weltweit die Ersten mit so einer Lösung. Seit 15 Jahren wird der Award im Rahmen der EPCON, dem größten unabhängigen Energiebranchentreff Österreichs, verliehen. Der Energiekongress feiert heuer sein 20-jähriges Jubiläum. Die EPCON ist ein wichtiger Branchentreff. Einmal im Jahr findet er statt und in Zeiten der Veränderung der Energiewende ist es ganz wichtig, dass man sich einmal im Jahr trifft und die Entwicklungen bespricht. Wir bewegen uns auf eine Welt zu, die zunehmend mit dem Thema konfrontiert ist, begrenzte Ressourcen und zunehmender Verbrauch an Energie. Und da ist das Thema natürlich effizient, damit umzugehen, erfolgsentscheidend und auch für die Klimaentwicklung auch von besonderer Wichtigkeit. Mit der Heizkraft aus Abwärme geht die KELAG als positives Beispiel voran, wie wir schonend mit unseren Ressourcen umgehen können. Und schon rauchen die Köpfe in der Energiewirtschaft, um auch beim nächsten EPCON Award mit Innovationen strahlen zu können.